So, ihr Leid. Wir haben gerade die erste Folge um der vierte Episode fertig von Wolf Among Us und haben genau 3 Märchenbuch-Inträge freigeschaltet. Da gucken wir uns das mal an. Silberkugeln, Wolfsschwäche. Die Legenden über große und magische Wölfe erwähnen oftmals ihre Schwäche gegenüber Waffen aus Silber. Und diese Geschichten sollten sich als wahr herausstellen. Die Silberkugel, mit der Merry Bigby angeschossen hat, war nicht die erste, aber jede einzelne könnte auch seine letzte sein. Jegliches Silber, das in seinem Körper zurückbleibt, schwächt ihn, verlangsamt seine Heilungsfähigkeit und kann bleibende Schäden verursachen. Vizebürgermeisterin Snow White. Nun, da Ichabod Crane endgültig nichts mehr zu sagen hat und King Cole immer noch abwesend ist, liegt die Verantwortung für die Verwaltung von Fabletown allein bei Snow. Sie hat lange Zeit viele der mit der Position einhergehenden Pflichten erfüllt und Cranes unerledigte Aufgaben übernommen. Doch jetzt, wo nur ihr die Leitung des Verwaltungsbüros obliegt, sieht sie sich einer völlig neuen Dimension von politischen Machenschaften ausgesetzt, mit der sie nichts zuvor zu tun hatte. Oder so. Das Farmleben, das ist das Bild, wo wir angeguckt haben. Mit ihrer idyllischen Lage und umsorgten Gemeinschaft sollte man annehmen, dass die Farm eine willkommene Alternative zu einem kläglichen Dasein in Fabletown wäre. Aber jene, die dort gelebt haben, sehen das ganz anders. Sie erkennen, was es wirklich ist, ein Gefängnis. Ein Ort, an dem man sich nicht verstecken muss und tun kann, was man will. Außer gehen. Und dabei hilft es nicht, dass Fabelwesen mit einer menschlichen Form keine Angst haben müssen, zur Farm geschickt zu werden. Sie scheinen dort auch ständig wichtige Positionen einzunehmen. Also Fabelwesen mit einer menschlichen Position kriegen auch auf der Farm immer eine wichtige Position. Interessant zu wissen. Okay, dann war es das mit der Märchenbuchfolge zu der 10. Folge, soweit ich mich richtig erinnere. Kann ja sein, dass ich falsch leihe. Also der erste Folge zu Episode 4 von Wolf Among Us. Morgen geht's weiter mit der 2. Folge zu Episode 4 von Wolf Among Us. Schaltet wieder ein und dann werde ich auch da sein. Hat sich gerade schön gereimt. Tschüss.